Ruanda in Zentralafrika. Vor 15 Jahren war das Land Schauplatz eines der furchtbarsten Verbrechen der Geschichte. Rund 1 Million Menschen wurden hier ermordet. Doch seitdem die Frauen das Kommando übernommen haben, ist das arme Land Vorbild für ganz Afrika. Die Geschichte einer unglaublichen Renaissance. 1994 wird Ruanda von dem Stamm der Hutu dominiert, die gegen die Minderheit im Land, die Tutsi, hetzen. Über 1 Million Hutu beginnen die Tutsi im ganzen Land zu massakrieren. Heute sind noch knapp 100.000 Täter in Haft. Die Völkermörder, die Génocidaires, tragen pinkfarbene Overalls. Auf Reisfeldern müssen viele von ihnen Strafarbeit verrichten. Der Völkermord scheint unfassbar. In 100 Tagen wurden etwa 1 Million Tutsi getötet. Zurück blieben 50.000 Witwen. In dem kleinen Ort Gikongoro im Süden des Landes lebt eine dieser Witwen. Epifani Mukashyaka, 50 Jahre alt. Auch ihr Ehemann wurde während des Genozids ermordet. Frühstück bei Epifani. Sie lebt mit zwei Enkeln und ihrer Tochter Jeanne Gabili unter einem Dach. 6 von Epifanis Kindern haben den Genozid überlebt. Eines wurde umgebracht. Nach dem Völkermord besaß Epifani fast nichts mehr. Trotzdem nahm sie 2 Waisen auf. Epifani ist seit dem Krieg zu einer der erfolgreichsten Kaffeeproduzentinnen Ruandas und zur reichsten Frau am Ort geworden. Schnell! Mein Mann war schon im Kaffeegeschäft. Die Arbeit hatte auch damals viel Kraft gekostet. Wir haben manchmal bis zum Nachmittag gearbeitet, ohne irgendetwas zu essen. Nach dem Krieg war es dann schwer, überhaupt wieder Mut zu fassen, das Leben zu regeln und etwas Neues auf die Beine zu stellen. Ich hatte anfangs große Angst. Mein Mann war tot und ich durfte noch nicht mal die Hälfte seines Besitzes erben. Erst seit Ende 1999 haben Frauen in Ruanda das Recht zu erben. So konnte Epifani ihre Firma BUF Kaffee gründen und das Land ihres Mannes in das Geschäft einbringen. Sie kauft Kaffeebohnen in der ganzen Region auf und lässt sie zu Gourmet-Kaffee weiterverarbeiten. In der kurzen Erntezeit hat Epifani alle Hände voll zu tun. Die Höfe zerstört, das Land verwaist, die Früchte verfault. Ruandas Lage nach dem Völkermord war so verzweifelt, dass die überlebenden Männer Macht an die Frauen abgeben mussten. Die Kaffeeernte würde auch heute ohne die Frauen einfach ausfallen. Inzwischen besitzen diese Frauen auch Land und Firmen. 40% der Unternehmen Ruandas sind in weiblicher Hand. Epifani macht sich wieder auf den Weg. Diesmal zum Herzstück ihres Unternehmens. Fast 2 Stunden braucht sie mit dem Jeep vom Büro zu einer ihrer beiden Kaffeewaschanlagen. Die Kaffeestationen sind Epifanis ganzer Stolz. Hier werden die aufgekauften Kirschen gewaschen und aufbereitet. Letztes Jahr hatte sie beinahe alles verloren,
Die Kaffeepreise waren in den Keller gestürzt. Sie musste zu einem Preis verkaufen, der nicht einmal die Kosten deckte. Auch heute muss Epiphany um ihr Unternehmen und ihren Profit kämpfen. Vor allem jetzt in der Erntesaison. Kaffeediebe, Niedrigpreise, schlechte Ernten. Immer wieder rechnet Faustin die Kalkulationen durch. In der Waschstation lässt Epiphany jedes Jahr Kaffee im Wert von mehreren hunderttausend Dollar aufbereiten. Geht der Verkaufspreis auch nur um 5 Cent nach unten, beeinflusst das ihren Gewinn enorm. Wie selbstverständlich hat Epiphany auch hier eine junge Frau als Vorarbeiterin angestellt. Vorher undenkbar, eine Frau als Chef. Man sieht ja, dass es in Ruanda mehr Frauen als Männer gibt. Jede Frau sucht nach irgendetwas, was sie im Leben weiterbringt. Im Vergleich zu früher ist die ruandische Frau heute etwas wert. Vor dem Krieg wollte ein Mann nicht, dass seine Frau ihr eigenes Geld verdient. Und so musste die Frau immer erst ihren Mann fragen, wenn sie etwas haben wollte. Wie Epiphany aufzusteigen, davon träumen viele Frauen und Männer in Ruanda. Vor allem die Hauptstadt boomt. Trotzdem gibt es in vielen anderen Teilen des Landes nicht einmal Wasserleitungen. Es sind meist die Kinder, die kilometerweit zum Wasserholen geschickt werden. Ein neuer Morgen. Epiphany bittet um Kraft für den nächsten Tag, an dem sie wieder das Familienunternehmen und so auch Ruanda ein kleines Stück aufbauen will. Die Frauen Ruandas haben das Schicksal des Landes in der Hand und nicht mehr die Mörder. Yo me insi yari indiana mono.